Guten Morgen. Wir haben hier gepennt. Schon wieder auf dieser Bank. Und wir wurden schon wieder in Ruhe gelassen. Das ist gut. Ich bin noch voll müde. Also, meinem Bruder geht's überhaupt gar nicht gut. Er ist die ganze Zeit nur am Brechen. Keine Ahnung, was er hat. Irgendeine Vergiftung oder sowas. Vielleicht war die Pizza von gestern schlecht oder so. Ja, ich mach ihm mal warmen Tee und dann trinkt er erstmal. Weil er kriegt gerade kein Wasser runter. So, hier. Auf das, dass es dir danach wieder besser geht und du die nächsten paar Stunden wieder fit wirst. Du hörst mir auf jeden Fall gar nicht gut an. Nee, wie gesagt, seit 7 Stunden. Ja, das ist richtig versifft. Das ist. Ich kann auch nicht liegen, weil mir wird alles so schlimmer. Mir schwindet nicht. Alles ist trocken und ich habe meine ganze Flüssigkeit ausgekotzt. Aber das will man nicht zeigen. Hier liegt überall Kotze rum. Und die ganzen Ärzte, die hier vorbeigegangen, habe hier rumgekotzt, so viele Stunden lang und die haben nichts gemacht. Und warum ich die nicht angesprochen habe, ich konnte nicht. Ich hätte ja auch noch das Ganze übersetzen müssen. So, ich war gerade im Krankenhaus drin gewesen und habe eine Ärztin rausgeholt. Die hat dann meinen Bruder mit einem Rollstuhl abgeholt und jetzt ist er im Krankenhaus drin. Hier ist eben gerade ein italienischer Fuchs lang gerannt. Ich habe leider die Kamera ein bisschen zu spät gezückt. Er ist irgendwie von dort hierher gerannt gekommen und dann hat er mich gesehen, hat mich ganz kurz gesehen, geguckt und ist dann hier die Treppe da runtergelaufen. Und plötzlich ist er weg. Der ist voll schnell gelaufen und hat sich erschrocken, als der meinen Kopf gesehen hat. Na, wie geht's dir? Besser. Besser als vorhin? Ja. Das hört sich gut an. Ich habe seit 4 Stunden, glaube ich, nicht mehr gekotzt. Das ist gut. Das ist gut. Aber trotzdem fühle ich mich so schwindelig. Ja, wenn ich irgendwas holen soll, dann sag Bescheid. Ja. Und dir wurde Wasser reingespritzt? Ja, hier rein. Weil du gar nicht trinken konntest? Ja. Das stelle ich mir mieser vor als mein Fuß. Ich glaube, ich bekomme einen leichten Sonnenbrand. Das ist geil. Ich habe schon lange keinen Sonnenbrand mehr bekommen. Ich freue mich, wenn noch mehr Sonnenbrand kommt. Leute, wisst ihr, was ich gerade sehe? Und zwar dieser Hähnchenfleisch in Farbe Stadt, also dieser italienische Hähnchenfleisch in Farbe Stadt, der mich gestern so richtig belästigt hat. Der frisst gerade das Erbrochene von meinem Bruder auf. Das finde ich voll amüsant. Genau dieser Hähnchenfleisch in Farbe Stadt hat gerade das Erbrochene von meinem Bruder gegessen. Der ist richtig widerlich. Der ist richtig pervers. Was für ein komischer Tag heute. Guck mal hier. Es fängt an zu regnen. Es tropft von da oben runter. Das ist italienischer Regen, der hier runter tropft. Es ist voll scheiße, der nervt uns. Keine Ahnung, wie lange das dann tropfen wird. Aber wir müssen so ein bisschen die Sachen zusammenpacken und zum nächsten Unterstand hin, damit wir dort dann weiter chillen können. Genau, das machen wir jetzt. Und es ist voll scheiße mit dem Scheißwetter. Das ist voll anstrengend. So, wir haben die Sachen von da hinten rübergetragen nach hier hin. Weil guck mal hier. Es regnet hier die ganze Zeit rum. Es ist hier alles nass. Mein Socken ist jetzt auch komplett durchnässt mit meiner Schwellwunde. Und mein Bruder geht es natürlich nicht gut. Aber besser als heute Morgen oder vorhin, glaube ich. Ne? Aber nach 8 Stunden habe ich wieder gekotzt. Er hat 30 Mal gekotzt. Mehr als 30 Mal. Ich habe bisher noch nie 30 Mal irgendwie an einem Tag gekotzt. Genau, deswegen muss es ihnen auf jeden Fall so schnell wie möglich wieder besser gehen, weil morgen früh fährt unser Bus. So, eben gerade sind italienische Krankenhausleute rausgekommen und haben uns Tee gebracht. Warm. Das ist voll cool. Ist ein sehr guter Tee. Haben die Krankenhausmitarbeiter ganz gut mitgebracht. Guck mal hier. Wir haben hier gepennt auf dieser Bank, direkt vor diesem italienischen Krankenhaus. Also ich habe genau hier gepennt. Da drüben hat mein Bruder gepennt. Und wir haben jetzt halb fünf oder so. Und wir wurden von einem Krankenhausmitarbeiter geweckt. Und der hat uns nicht in Ruhe gelassen, dass wir hier weiterpennen konnten. Und das ist scheiße. Wir müssen hier weg. Mann, ey. Und wir sind doch voll müde und unausgeschlafen und so weiter. Und die Leute, die hier vorne hier gepennt haben, auf dem Rollstuhl oder so, die wurden natürlich nicht geweckt und
und weggeschickt oder so. Du, nur wir, die hier draußen auf der Bank gepennt haben. Nur wir werden hier weggeschickt. Trotz verletztem Fuß und Lebensvergiftung. Wir gelaufen jetzt zur Bushaltestelle. Gut, dass die Bushaltestelle direkt nebenan ist. Weil das ist voll scheiße, mit dem Bein hier rumzulaufen. Das quetscht und so. Mit dem schweren Gepäck. Guck mal, wie versifft. Ich habe extra gefragt, wann der nächste Bus hier fährt. Und der hat irgendwas von 5.30 Uhr gesagt. Und wir haben jetzt mittlerweile 5.30 Uhr. Und hier in dieser italienischen Busfahrkarte steht alles drauf, dass sie alle irgendwie erst um 7 Uhr noch was fahren. Das ist voll versifft. Das ist voll scheiße. Das heißt, ich muss meinen Fuß noch mehr kaputt machen, damit wir bis zur zentralen Busstation hingehen können. Das ist voll scheiße für meinen Fuß. Es ist Stress und so für meinen Fuß, dahin zu laufen. Also meinem Bruder geht's besser als gestern, aber der ist auch noch nicht so ganz fit. Also nicht ganz erholt von seiner Lebensvergiftung. Aber gut, dass wir jetzt heute Morgen besseres Wetter haben als gestern, wo es so die ganze Zeit geregnet hat. Dass wir jetzt nicht nass rumlaufen müssen. Aber es sind trotzdem etwas über 1 Kilometer bis zu dieser Stelle, wo wir hin müssen. Das ist voll versifft. Das wird ein anstrengender Weg dahin. Oh, das strengt übelst an, so rumzulaufen. Diesen 1 Kilometer. Ich muss mich auf jeden Fall in der nächsten Bank setzen. Das ist richtig beschissen. Das ist versifft. Leute, das habe ich gerade gar nicht gefilmt gehabt. Und da ist gerade ernsthaft ein Rollerfahrer hier. Wie heißt es? E-Scooter. Genau, E-Scooter-Fahrer hier lang gefahren. Und im E-Scooter war extra eine Box eingebaut, die Motorengeräusche nachmacht. Was für ein Schwachsinn. Wir haben etwas mehr wie die Hälfte geschafft. Und ich werde jetzt dieses italienische Zeug hier probieren. Keine Ahnung, was das sein soll, aber das war im Automat. Und ich dachte, ich hole es mir, um das zu probieren. Na, scheiße. Jetzt habe ich mich feucht gemacht. Das ist richtig scheiße. Nur wegen dieses italienische Zeug hier. Das ist richtig versifft. Prüfen, wie viel Geschmack dieses italienische Zeug das hat. Schmeckt irgendwie wie Wasser mit Traubenzuckergeschmack. Das ist ein italienisches Getränk. Das ist voll Hochberg. Das kann man, glaube ich, auf der Kamera nicht so gut erkennen. Aber wenn man hier so steht, das sieht echt mega, mega bildhübsch aus. Guckt euch das hier mal an. Das hier? Das ist eine italienische Hummel. Genau, ich wollte euch diese italienische Vollfett-Hummel zeigen. Weil die sind fetter als in Deutschland. Die sind richtig verfettigt und fett. Das ist voll geil. So, wir haben jetzt die zentrale Busstation erreicht. Das ist sehr gut. Und guck mal hier. Ich habe hier Sonnenbrand von gestern auf meinen Kopf drauf. Das ist cool. Und das Wetter ist voll cool. Diese Sonne und so weiter. Und dieser Ausblick da drüben ist auch geil. Aber das ist voll scheiße, dass ich Sonnenbrand von gestern habe. Ich kann mich nicht ausziehen, das ist voll versifft. Weil sonst brennt das alles. Warum habe ich gestern so einen Sonnenbrand bekommen und mich einfach nicht mit Sonnenmilch eingerieben? Das kotzt mich voll an. Jetzt kann ich die Sonne nicht so richtig genießen und schwitze unterm Pulli. Das ist wieder mal geil. So, hier, der Flixbus kommt. Wir werden da jetzt einsteigen. Das wird eine richtig beschissene Busfahrt werden jetzt. So, wir sind im Flixbus drin und wisst ihr, was scheiße ist? Weil das bei mir im Rucksack geklimpert hat, wurde sofort kontrolliert, ob ich alkoholische Getränke da habe. Und die haben mir dann ausdrücklich verboten, hier Bier zu trinken und Wein. Das heißt, ich kann meinen Cheat, dass ich schneller zu Hause ankomme, nicht benutzen. Das ist richtig belästigend. Das heißt, es wird eine richtige Katastrophenbusfahrt sein, die so richtig langweilig und langgezogen ist. Aber weißt du, was ich cool finde? Wir haben uns diesen Zusatz mit Panoramablick gemietet. Es hat nur 5 Euro extra gekostet. So kann man von ganz vorne angucken. Und das ist voll cool. Das ist weniger langweilig. Hier, für deinen verseuchten Magen. Ah, danke. Falls du da so richtig reinwirken musst. Ja.